ihr Lieben, ja, wie jeden Tag gibt es auch heute wieder eine Geschenkidee. Und zwar habe ich heute für euch ein Öl bzw. ein Duftöl. Und zwar heißt das Ganze Schlafschön-Spray. Also so habe ich es jetzt genannt. Ihr könnt das natürlich auch umbenennen. Und bei diesem Spray handelt es sich eigentlich um sehr wenig Zutaten mit ein paar speziellen Ölen, die eben dabei helfen, dass man gut einschlafen kann, die ein bisschen beruhigend wirken und ein bisschen entspannt, und dadurch kann man eben gut einschlafen. Und wie das Ganze funktioniert und wie ihr es selber macht, das seht ihr jetzt. Und was ihr dafür benötigt, ist ganz, ganz einfach. Ihr braucht destilliertes Wasser, allerdings braucht ihr lange nicht so viel, wie ich hier habe. Ich habe hier so einen riesen Kanister. Ja, wir waren halt im Baumarkt und dann war es praktisch, den gleich mitzunehmen. Dann braucht ihr Alkohol. Am besten guckt ihr nach welchem, der sehr geruchsneutral ist, wie zum Beispiel Wodka. Und am besten schaut ihr, dass ihr so um die 40% Alkohol habt. Ich benutze, um das Ganze abzumessen, so einen Messbecher hier. Und zwar habe ich hier 50, 100, 150, 200, 250 Milliliter quasi abgebildet. Und wir müssen bis 100 Milliliter haben. Und dann brauche ich verschiedene Duftöle. Hier habe ich einmal Jasmin. Dann habe ich einen Lavendelduft und ein Baldrian. Und diese drei Düfte sind alles Düfte, die eben beruhigend wirken und dadurch eben fördernd für den Schlaf sind. So, womit wir anfangen, ist das destillierte Wasser. Und das ist auch total easy gemacht. Ihr nehmt jetzt einfach nur das Wasser. Im Idealfall habt ihr jetzt so einen Literkanister und nicht so einen 5 Liter Teil hier. Dann habt ihr es leichter mit dem Einfüllen. Und ich gehe jetzt hier, ich brauche 60 Milliliter von dem destillierten Wasser. Und dann gehe ich hier einfach so ein Stückchen über die 0,05 Marke hinaus. Und den Rest füllt ihr dann auf mit dem Wodka. Und zwar sollt ihr davon 40 Milliliter haben. So, ich habe hier jetzt so in etwa 60 Milliliter und den Rest fülle ich auf mit dem Wodka. Das ist halt, damit es dann ein bisschen schneller verfliegt und damit es ein bisschen länger haltbar ist. So, und hier habe ich leider keinen Tropfer und deswegen habe ich mir so eine Pipette hier geschnappt. Und da werde ich jetzt so etwa 1 Milliliter von aufziehen und einmal hier in mein Teil packen. So, ja, wie gesagt, dann habe ich noch Lavendel und Baldrian und davon nehme ich jeweils 20 Tropfen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das war einmal der Baldrian und jetzt noch der Lavendel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Im Idealfall habt ihr eine Sprühflasche, die schon 100 Milliliter Fassungsvermögen haben. Ich habe die leider nicht. Ich habe hier eine von meinen alten Flaschen genommen, weil ich einfach keine gefunden habe. Ich war bei DM. Und ich war der Meinung, die hatten da immer Sprühflaschen, aber die haben da nur Tegel für Salben und solche Dinger für Seifen, wie Seifenspender. Und ja, diese Flaschen, wo man dann eben einfach nur was in die Hand kippen kann, also für Duschgels und so weiter. Dafür hatten sie leere Flaschen, aber mit Sprühding hatten sie leider keine. Deswegen muss ich mir jetzt so behelfen. Ihr könntet jetzt, wenn ihr eine Flasche habt, eine Sprühflasche habt mit 100 Milliliter, würdet ihr jetzt einfach ordentlich schütteln und euer Geschenk wäre schon fertig.
Ich muss jetzt hier einmal ein bisschen mischen und dann ziehe ich mir das Ganze mit der Pipette hier so ein bisschen auf. Oder ach, unsinnig, brauche ich gar nicht. Ich kann hier direkt kippen. Ich habe ja hier so einen Ausschenker und dann kippe ich mir das hier vorsichtig hinein. So, bei dem Öl achtet einfach drauf, dass es ein Öl ist, was eben auch für Kosmetik verwendet werden kann. Also im Idealfall etwas, was eben auch ohne Probleme auf die Haut darf. Und dann habt ihr da weniger Probleme. Ja, und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist ein schönes Cover irgendwas zu machen, euch etwas zu kreieren, was ihr dann eben draufklebt. Und das kann man dann eben Schlafwohl, Schlafgut oder keine Ahnung, wie auch immer ihr wollt, nennen. Oder Schlafspray, da könnt ihr euch irgendwas Schönes ausdenken. Was ihr auf jeden Fall noch mit auf die Flasche draufschreiben solltet, ist, dass eben es aufs Kopfkissen gesprüht werden soll vor dem Schlafengehen. Und das ganz wichtig, immer bevor man es benutzt, gut geschüttelt werden muss, damit sich das Öl eben auch ein bisschen mit dem Wasser vermischt, nicht, dass man da nur Wasser drauf sprüht. Ja, und wenn ihr so wie ich hier nur mehrere kleine Fläschchen habt, so Sprühflächen, dann ja, nehmt ihr einfach mehrere kleine und könnt das vielleicht an mehrere Leute verschenken. Ich denke mal, dieses Teil hier wird locker. Ich habe jetzt hier ein Fläschchen raus. Naja, kommt halt drauf an, wie viel Fassungsvermögen eure Sprühfläschchen haben. Aber ich denke mal, so 5-6 Flaschen, wenn es wirklich nur so Mini-Fläschchen sind, kann man da schon rausbekommen. Und ich kenne wirklich viele Leute, die Probleme haben mit dem Einschlafen. Und ich dachte mir, das ist eine schöne Geschenkidee, jemanden ein bisschen Ruhe und Erholung quasi zu schenken, indem man eben so ein Schlafspray ein bisschen aufs Kissen sprüht. Ja, ihr Lieben, und das riecht auch wirklich ja, relativ mild und angenehm. Natürlich könnt ihr das völlig euren Geschmack anpassen. Wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte aber viel mehr von dem Lavendel, dann nehmt ihr eben mehr Lavendel. Und ja, Jasmin und ich denke, der Baldrian, ich schnupper da gerade noch mal dran, aber ja, doch, der Baldrian hat einen ziemlich strengen Geruch. Also, es ist jetzt nicht so ein mega Wohlfühlgeruch. Dann solltet ihr wirklich von dem Lavendel und von dem Jasmin eben mehr nehmen. Oder ihr guckt einfach mal im Internet nach anderen Düften. Es geht zum Beispiel auch Melisse hat einen Effekt, wo man gut von einschlafen kann. Und im Internet gibt es viele Seiten, wo man gucken kann, welche Öle oder welche Düfte denn gut sind zum Einschlafen. Und dann mischt ihr euch einfach die Öle mit hinein, die euch eben gut gefallen und die euch vom Duft eben ansprechen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser kleine Geschenktipp heute wieder gefallen. Es war wieder ein kurzes Geschenk, also eine kleine Geschenkidee. Ja klar, man muss die Öle natürlich ein bisschen vorher bestellen, also ein paar Tage sollte man schon Vorlauf haben oder man geht eben in die Apotheke und kauft sich dort sind sie nur halt eben dann ein bisschen teurer. Aber ich denke, so ein Last-Minute-Geschenk, dafür ist es doch noch eine ganz nette Idee und das verschenkt bestimmt auch nicht jeder. Okay, ihr Lieben, dann sage ich Tschüss und bis morgen.